Wir haben gerade eben auch den Satz gesagt, Erinnerung ist das Wichtigste im Leben. Und deswegen möchte ich gerne was mit Ihren Erinnerungen machen und mit Marcells Erinnerungen. Also Sie haben ja so viele Geschichten zu erzählen, da kann man ja gar nicht aufhören zuzuhören. Ich brauche dafür eine Uhr. Kann mir jemand vielleicht mal seine Uhr dann... kann ich die kurz haben? Wollte ich sowieso loswerden? Ja, also, ja. Ich hatte die auch noch nicht, bevor ich hierher gekommen bin. Die habe ich mir ausgeliehen auf dem Weg hierher. Gut, wunderbar. Wir probieren eine Sache aus. Ich möchte, dass Sie sich beide einmal anschauen. Beide Beine fest auf den Boden geben, meine Füße. Einen tiefen Atemzug einnehmen, während Sie sich anschauen und dann die Augen schließen. Sehr gut. Und jetzt möchte ich, dass Sie mit geschlossenen Augen die Zeit zurückreisen zu einem Ort, zu einer Situation, die Sie emotional bewegt hat, positiv gehoben. Ich weiß, es gibt unzählige, aber ich möchte, dass Sie nur eine wählen, an die Sie gerne zurückdenken. Und wenn Sie eine haben, dann öffnen Sie die Augen. Wunderbar. Ich stehe mal auf und komme zu Ihnen, Marcel. Darf Marcel zu Ihnen sagen? Ja? Unbedingt. Wunderbar. Diese wunderbare Uhr, wenn ich an dieser Uhr drehe, Sie sehen, ich habe die Krone rausgezogen, dann verstellt sich... die Zeiger. Ich möchte das gleich, wenn ich sage jetzt, dass Sie sich beide anschauen. Ja. Und dann drehen Sie währenddessen an dieser Uhr. Okay. Sie können vor, zurück in alle Richtungen. Sie entscheiden, wann es gut ist. Und wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Krone wieder hinein. Okay. Wichtig dabei ist, dass die Uhr mit dem Ziffern... dass die Uhr mit dem Ziffernblatt nach unten gehalten wird. Dass Sie nicht sehen können, was verstellt wird. Okay, Sie schauen sich an. Sie denken an Ihren Moment noch einmal und Sie drehen an der Uhr. Ganz wichtig, funktioniert? Haben Sie es nochmal gecheckt? Ah, okay, funktioniert, alles klar. Bereit? Ja. Und los. Das war's? Ja. Okay, halten Sie die Uhr gut fest, da kommen wir später darauf zurück. Und darf ich einmal kurz Ihre Hände? Ja. Okay, da ist jemand bei Ihnen gewesen damals. Jemand, der Ihnen sehr wichtig ist. Okay. Ich sehe, das Ganze ist privat, das bleibt bei Ihnen. Oder beziehungsweise unter uns. Können Sie eine Uhrzeit mit diesem Moment verbinden? Nicht laut sagen, nur an eine Uhrzeit denken. Und wenn es eine volle Stunde ist, geben Sie ein paar Minuten hinzu, dass es spannend wird. Haben Sie eine Uhrzeit? Ja. Okay. Nur an die Stunde denken. Reden Sie mit mir in Ihren Gedanken, sagen Sie die Stunde immer und immer wieder. Lauter? Ja, nicht sagen, nur in Ihrem Kopf. Ah, okay. Und jetzt die Minuten aus Ihrem Kopf und meinen. Nochmal. Okay, ich schreibe mal was auf. Schließen Sie einmal kurz Ihre Augen. Die Minuten bin ich mir nicht ganz sicher. Okay, öffnen Sie die Augen. Verraten Sie uns jetzt, an welche Uhrzeit, nur die Uhrzeit, Sie gerade eben gedacht haben. Laut sagen. Ja. 19.45 Uhr. Das ist mir unheimlich. Den Rücken runter. Mhm. Aber jetzt haben Sie sich ja angeschaut und Marcel, zu einem Zeitpunkt hatten Sie angehalten. Ach. Wer weiß warum, aber die Krone wieder hineingerückt. Schauen Sie mal nach und verraten Sie uns, welche Uhrzeit Sie eingestellt haben. Oh nee, komm. Doch. Was ist das? Ich geh jetzt. Zeigen Sie es der Kamera. 19.45 Uhr. Zeigen Sie es der Kamera. Genau. Wunderbar. Sehr gut. Dann vielen Dank für die Uhr. Vielen Dank für Ihre Gedanken. Ja, also das ist schon mal. Jetzt brauchen wir mal eine kurze Atempause. Danke und danke, Evelyn, noch heute für das schöne Gespräch und für den tollen Trip.